Hallo zusammen, in diesem heutigen Video wollen wir das Thema Kinderschreibtische behandeln, denn dadurch könnt ihr euren Kindern eine ergonomische Sitzhaltung gewährleisten und zudem fördert es auch natürlich die Konzentration, wenn eure Kinder damit arbeiten. Und da es aktuell auf dem Markt schon sehr viele Kinderschreibtische gibt mit vielen verschiedenen Funktionen, haben wir uns mal die Mühe gemacht, für euch hier die 5 besten und beliebtesten Kinderschreibtische herauszusuchen, welche unserer Meinung nach aktuell das Rennen machen. Die werden wir uns heute also mal ganz genau anschauen, also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran und dann würde ich sagen, fangen wir am besten direkt mal an und am besten starten wir jetzt nun mit Platz 5. Und dort landet bei uns der HJH Office Kinderschreibtisch. Und hier schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile zuallererst an. Da hätten wir zum einen einen wirklich guten und hochwertigen Schreibtisch. Es ist ein Markenprodukt. Wir haben hier eine 2 cm Spantischplatte. Er ist 10-fach in der Höhe verstellbar, 10-fach in der Neigung verstellbar. Wir haben hier einen massiven Metallbeschlag und es gibt hier verschiedene Farben. Die Nachteile, er ist leider etwas teurer und die Beine können teilweise auch etwas wackeln. Wir gehen mal weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier 3 verschiedene Farben. Er ist höhenverstellbar von 50 bis 80 cm. Er ist auch in der Neigung verstellbar, hat eine praktische Stiftablage, ein Stahlgestell und Sicherheitsstandfüße. Zu kaufen gibt es diesen Schreibtisch übrigens auf Amazon und daher würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal auf die Produktseite über und schauen uns die mal direkt an. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also schaut dort mal rein, klickt den Link mal direkt an, da kommt ihr zur Produktseite und könnt euch diesen Schreibtisch für eure Kinder jetzt oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Es gibt ja also verschiedene Ausbaustufen, Varianten, auch verschiedene Größen und Farben, da sollte für jeden was dabei sein. Der Preis 150,46 € ist auch vollkommen in Ordnung, auch wenn er nicht der allergünstigste Kinderschreibtisch ist. Die Produktdetails können sich auch sehen lassen, hier wird aber einiges erklärt. Es gibt auch hier sehr viele schöne Abbildungen, die den Schreibtisch im Einsatz zeigen. Und die Bewertungen, da gehen wir jetzt auch gleich mal kurz drauf ein, denn die fallen auch sehr gut aus. Also wir gehen jetzt mal runter zu den Bewertungen und dann gucken wir uns die mal hier in aller Ruhe an. Wir können hier schon sehen, wir haben hier einen tollen Schreibtisch für die Kinder, auch wahlweise mit Schreibtischstuhl. Er ist sehr stabil, in der Höhe verstellbar, klein und fein. Den Link dazu gibt es, wie vorhin schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung. Und nun gehen wir auch gleich mal weiter und zwar zu Platz 4. Und dort landet bei uns der Interlink Kinderschreibtisch. Und auch hier schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile zuallererst an. Da hätten wir zum einen einen wirklich guten Preis. Wir haben hier ein Markenprodukt, er ist aus Massivholz gefertigt worden. Er hat ein ergonomisches Design, den gibt es mit und ohne Kinderstuhl. Es gibt hier verschiedene Farben und er hat eine langlebige Bauweise. Die Nachteile, leider gibt es nur eine mittelmäßige Schublade und die Spaltmaße sind auch nicht ganz so gut. Wir gehen jetzt etwas weiter und zwar zu den Produktdetails. Da hätten wir zum einen 3 verschiedene Farben. Er ist höhenverstellbar von 65 bis 89 cm. Auch in der Neigung ist er verstellbar. Er hat eine Schublade, 2 Buchhalterungen, viel Stauraum und man kann ihn hier wirklich sehr einfach und gut selbst montieren. Auch diesen gibt es auf Amazon zu kaufen und daher würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal hier kurz auf die Produktseite drauf. Den passenden Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, klickt also dort mal drauf. Dann müsst ihr euch diesen Schreibtischstuhl nicht ewig hier manuell auf Amazon suchen. Also, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal hier kurz auf die verschiedenen Varianten ein. Es gibt ja einmal mit und ohne Kinderdrehstuhl. Dann haben wir 3 verschiedene Farben, also einmal blau, pink und so neutrales Weiß. Der Preis 98,14 € ist wirklich sehr gut und auch sehr günstig, da kann man sich auf keinen Fall beschweren. Und auch hier bei der Produktbeschreibung steht hier einiges drin, ist sehr ausführlich gehalten. Es gibt hier wirklich sehr viele Vorteile und auch das zum Einsatz kommende Holz ist natürlich hier sehr hochwertig und von einer sehr guten Qualität. Dann kommen wir auch nun direkt zu den Bewertungen und schauen uns die hier nochmal an. Die fallen auch alle sehr positiv aus. Wir haben hier einen guten Kinderschreibtisch, der ist auch hier sehr gut für den Rücken geeignet. Und auch sonst wird er hier als echt toll empfunden. Also, den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zu Platz 3. Und dort landet bei uns der Kinderschreibtisch von Joel Diaz. Und auch hier schauen wir uns wie immer die Vor- und Nachteile zuallererst an. Wir haben also hier sehr viele Verstellmöglichkeiten, ein ergonomisches Design, ein Stahlrahmen, er ist höhenverstellbar, neigungsverstellbar, es gibt hier ein Bücherpult und eine Leselampe. Die Nachteile, er ist leider etwas teurer und der wackelt auch gerne mal etwas. Nun gehen wir auch gleich mal weiter zu den Produktdetails und dann schauen wir uns auch die mal ganz im Detail an. Also,
werden hier zum einen zwei verschiedene Farben. Er ist aus einem Holzwerkstoff gefertigt, hat eine robuste MDF-Tischplatte, er hat glatte Kanten, einen Einklemmschutz. Er ist einfach in der Höhe einstellbar von 54 bis 76 cm und der Neigungswinkel beträgt hier maximal 40 Grad. Und auch diesen Schreibtisch für Kinder könnt ihr euch bei Amazon bestellen. Ich packe euch den Link auch unten in die Videobeschreibung mit rein, also klickt dort mal drauf. Dann kommt ihr zu dieser Produktseite, dann könnt ihr euch diesen jetzt oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Die zwei Farben wären hier einmal blau und pink, also was für Buben und Mädels. Der Preis 139,99 Euro geht auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Produktdetails dazu etwas näher an. Wir können also hier schon sehen, wenn wir etwas weiter runter gehen, wie wir den hier perfekt anwenden können. Es gibt ja auch eine Lampe, die mit dabei ist, also er ist hier wirklich voll ausgestattet. Man muss ja auch nichts mehr zusätzlich kaufen, ist auf jeden Fall hier eine Empfehlung wert. Nun gehen wir zum Schluss kurz noch auf die Bewertungen ein und lesen uns die nochmal durch. Ist super cool das Teil, sehr zufrieden und auch die weiteren Bewertungen fallen hier positiv aus. Er ist auf jeden Fall allen Anforderungen gewachsen. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es also diesen Link unten in der Videobeschreibung. Klickt dort mal drauf und dann kommt ihr hier auf diese Produktseite. Und nun geht es auch gleich weiter und zwar zu Platz 2. Und dort landet bei uns der IDMAX Kinderschreibtisch. Und auch hier schauen wir uns mal zuallererst die Vor- und Nachteile an. Wir hätten also hier zum einen einen guten Preis. Er ist aus Kiefer-Massivholz gefertigt. Er hat zwei Schubladen. Er ist höhenverstellbar, in der Neigung verstellbar. Er ist lackiert, hat eine Querverschrebung mit dabei und eine praktische Stiftablage. Der einzige Nachteil ist ja die etwas weiche Holzplatte. Aber mit einer passenden Unterlage kann man auch dieses Problem ganz einfach beseitigen. Die Produktdetails, wir haben also hier eine rechteckige Form, er ist in der Farbe Buche lackiert, er ist aus robustem Holz, es gibt hier zwei große Schubladen, er hat überall abgerundete Ecken, hat eine eingebaute Stiftablage, kann von 66 cm bis 100 cm in der Höhe verstellt werden und der maximale Neigungswinkel beträgt hier 32 Grad. Diesen Schreibtisch schauen wir uns jetzt auch hier direkt mal auf Amazon an. Den Link dazu, den gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Klickt also dort mal drauf auf den Link, da kommt ihr zur Produktseite und könnt euch diesen jetzt oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Es gibt hier übrigens zwei verschiedene Farben und der Preis 99,95 Euro ist auch hier wirklich sehr gut dafür, dass es sich hier um einen hochwertigen Schreibtisch, der komplett aus Holz ist, handelt. Wir gehen mal weiter runter zu den Produktdetails, dann schauen wir uns hier nochmal in aller Ruhe an. Hier wird nämlich nochmal einiges beschrieben. Hier stehen nochmal sämtliche Daten drauf, die man wissen sollte, sämtliche Abmaße, wie schwer er ist und aus welchem Material genau er gefertigt wurde. Und die Bewertungen sind auch sehr gut, ist eine tolle Qualität fürs Geld. Wir haben hier einen tollen Eindruck, er ist super schön und auch sehr stabil. Also den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich würde also sagen, ihr solltet den Link jetzt unbedingt mal anklicken. Dann geht es auch weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns der Robaslund Kinderschreibtisch. Und auch hier schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile zuallererst an. Der hat mir zum einen einen wirklich sehr guten Preis. Wir haben hier ein Markenprodukt, der hat eine Melamin-Tischplatte. Wir haben hier eine höhenverstellbare Einheit. Er ist neigungsverstellbar, er ist pulverbeschichtet. Die gibt es in verschiedenen Farben und hat ein hochwertiges Metallgestell. Der einzige Nachteil, der Kundenservice, der könnte natürlich etwas besser sein. Wir gehen weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier drei verschiedene Farben. Er ist aus einer robusten Melaminharz-Tischplatte gefertigt. Wir haben hier einen Rucksackhalter mit dabei, eine tolle Ablage, eine Maximalbelastung von 20 kg. Er ist in der Höhe verstellbar von 64 cm bis zu 91 cm und die Montageanleitung ist auch hier sehr durchdacht. Nun schauen wir uns doch mal diesen Kinderschreibtisch hier auf Amazon in aller Ruhe an. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung, also klickt dort mal drauf und dann könnt ihr euch auch selbst nochmal hier diesen Kinderschreibtisch anschauen. Es gibt hier drei verschiedene Farben, der Preis 90,89 Euro ist hier wirklich sehr günstig, wenn man bedenkt, dass es sich hier um eine sehr hohe Qualität handelt, da er auch hier ein robustes Stahlgestell hat. Wir gucken uns mal hier die Produktdetails an, hier wird nochmal alles ganz genau erklärt. Hier sehen wir nochmal die drei Farben, wir haben hier seitlich eine Rucksackhalterung mit dabei, was auch sehr praktisch ist und die Höhe kann man hier auch bequem verstellen. Wir gehen zum Schluss jetzt kurz auf die Bewertungen ein, dann gehen wir die auch nochmal hier in aller Ruhe durch.
Da können wir auch schon sehen, wir haben hier einen sehr guten Schreibtisch, gutes Produkt zu einem sehr guten Preis. Es gibt hier zahlreiche gute und positive Bewertungen, also sehr zu empfehlen. Den Link gibt es wie gehabt unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt die mal an, da könnt ihr euch auch die Bewertungen nochmal durchlesen. Also, es steht fest, unser Vergleichssieger ist der Kinderschreibtisch von Robas und Lund. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal nur die Vorteile hier an. Wir haben also hier einen erstklassigen Preis in Markenprodukten, eine Melaminhart Tischplatte. Er ist höhenverstellbar, in der Neigung verstellbar, pulverbeschichtet und es gibt hier viele verschiedene Farben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, das soll es also nun gewesen sein. Alle Links zu den Kinderschreibtischen, die gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein und klickt die am besten direkt jetzt mal an. Und wenn ihr jetzt mehr über Bürostühle wissen wollt, dann geht doch mal auf unsere Webseite www.bürostuhltest24.de. Dort gibt es eine wirklich sehr große Auswahl an verschiedenen Vergleichen rund um Bürostühle. Wir haben hier zum Beispiel auch eine Top 10 der besten Bürostühle, Vergleichssieger. Dann haben wir auch noch hier eine Auflistung an Bestsellern. Zudem gibt es auch hier noch einen Direktvergleich. Es gibt verschiedene Kategorien, Testberichte, Produktberichte und auch einen sehr interessanten Ratgeber mit guten Artikeln. Und wenn euch dieses Video jetzt hier gefallen hat, dann gebt doch mal hier einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.